Und damit kommen wir jetzt zurück nach Deutschland, denn um die irreguläre Migration zu stoppen und Islamisten an der Einreise nach Deutschland zu hindern, gibt es seit Mitternacht nun Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen. Eigentlich sind ja solche Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums nicht mehr vorgesehen. Ja, von den Nachbarländern Polen und Österreich gab es für den deutschen Alleingang daher mächtig Kritik. Die Bundesregierung verteidigt dagegen diese Maßnahme. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD versprach im Vorfeld keine Staus und sprach von anlassbezogenen Kontrollen. Die Maßnahme ist zunächst auf 6 Monate, also bis zum 15. März 2025 befristet. Und darüber wollen wir sprechen mit Daniel Kupp. Er ist für uns an der deutsch-polnischen Grenze in Frankfurt-Oder. Und Philippa Vögeding ordnet das Ganze für uns politisch im Bundestag ein. Guten Morgen, ihr beiden. Daniel, fangen wir mal bei dir an. Wie läuft es denn nach Polen? Gibt es ja bereits seit Monaten schon Kontrollen. Also hat sich irgendwas verändert dort? Also man muss ganz klar sagen, hier an der Grenze zu Polen hat sich nicht viel geändert. So muss man das, glaube ich, ganz klar sagen. Wir stehen jetzt ungefähr seit einer halben Stunde hier, haben das Ganze hier auch beobachten können. Ich gehe mal aus dem Bild heraus. Es gibt ja so immer ein bisschen die Sorge bei diesen Grenzkontrollen, dass es dann auch zu langen Staus kommen könnte. Das ist auf jeden Fall nicht der Fall. Und was wir hier heute Morgen beobachtet haben, das sind wirklich vor allem stichprobenartige Kontrollen. Also was habe ich hier in den letzten 30 Minuten gesehen? Das waren so 2 oder 3 Transporter, die hier rausgezogen wurden. Da gibt es dann einen kurzen Wink und dann schaut man sich dann das Innere vom Transporter an. Wir haben auch Fußgängerkontrollen gesehen. Also es ist erst hier kurz vor der Schalte passiert. Ein Herr, der hier über die Brücke gelaufen ist, der ist dann auch noch einmal kontrolliert worden. Aber grundsätzlich muss man das sagen, das ist hier auf jeden Fall an diesem Grenzposten schon absolute Routine geworden, weil das hier einfach in den letzten Wochen und Monaten auch schon durchgeführt wurde. Ich hatte kurz die Möglichkeit, mich hier mit einem Polizisten am Morgen auch schon zu unterhalten von der Bundespolizei, habe ihn nach seiner eigenen Meinung gefragt, wie er das Ganze sieht, ob das wirklich auch erfolgreich war in den letzten Wochen und Monaten. Und da hat er davon gesprochen, dass er das auf jeden Fall so sieht, dass man immer wieder hier wirklich dann auch Probleme erkennen kann, beziehungsweise Maßnahmen auch durchsetzen kann gegen illegale Migration. Also das Zwischenfazit auf jeden Fall hier, Land Brandenburg, Bundespolizei, recht positiv.